Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich hoffe, Sie sind noch wach. Multiresistente Erreger sind ein reales Problem in unserer medizinisch hochentwickelten Gesellschaft in Deutschland. Frau Sommer hat ja schon etwas gesagt zu der Anzahl von Erkrankungen. Das brauche ich nicht zu wiederholen. Es ist gut, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. Diese Keime treten vorwiegend in stationären Einrichtungen des Gesundheitswesens auf. Woran liegt das? Ich möchte mich in erster Linie damit beschäftigen. Zuallererst liegt das an dem mangelnden Personal in den Gesundheits- und Pflegeberufen. Wenn sich eine Krankenschwester oder ein Pfleger um zu viele Patientinnen und Patienten zugleich kümmern muss, kommt es stressbedingt eben immer wieder auch zu Verstößen gegen die Hygieneverordnung. Und damit kann MRE von einer Person zur anderen übertragen werden. Ja, ist immer so. Tut mir ja leid für Sie, ne? Aber es ist halt so. Ne? Die zunehmende Ausbreitung von multiresistenten Erregern geht eins zu eins einher mit dem Pflegenotstand, wie wir ihn tagtäglich erleben und wie wir auch schon häufiger hier darüber diskutiert haben. Das ist auch nicht neu. Verdi hat schon vor einigen Jahren einen Aktionstag Händedesinfektion durchgeführt, weil sie darauf aufmerksam machen wollten, dass selbst für die Mindesthygienemaßnahmen die notwendige Zeit in der Pflege fehlt. Ohne mehr Pflege, ohne mehr Pflegepersonal, wir fordern 100.000 Stellen zusätzlich für Pflegekräfte, werden wir dieses Problem annähernd nicht in den Griff bekommen. Ein zweites Problem liegt in der generellen Krankenhausfinanzierung. Wieder sind es die Kapitalisten. Das Fallpauschalensystem belohnt gute Hygienestandards nicht, sondern vielmehr medizinische Eingriffe im Sekundentakt. Möglichst spezialisiert und möglichst viel ist die Devise, während zugleich alle nicht rentablen Bereiche weggespart werden. Dazu gehört auch die Hygienekontrolle oder die hauseigene Sterilisation, die in vielen Häusern auf ein gesetzliches Mindestmaß heruntergefahren wurden. Wenn wir also nachhaltig Verbesserungen bei der Hygiene erreichen wollen, müssen wir so konsequent sein und muss die Fallpauschalenfinanzierung generell infrage und abgeschafft werden. Drittens gibt es seitens der Pharmakonzerne kein nennenswertes Interesse, wieder die Kapitalisten, eigene finanzielle Mittel in die Antibiotikaforschung zu investieren, weil diese viel zu geringe Gewinne abwirft. Übrigens hat das sogar der letzte Sozialminister zugegeben. Deshalb müssen wir in eine öffentliche Arzneimittelforschung investieren. Das wäre ein wirksamer Ansatz, um unser Schwert gegen die Infektionskrankheiten wieder scharf zu machen und Menschenleben zu retten. Der vierte Ansatzpunkt liegt nicht im Bereich der Humanmedizin, sondern in den Ställen. Jenseits der Erforschung neuer Antibiotika ist es dringend notwendig, den Einsatz von Antibiotika in der Tierzucht deutlich einzudämmen. Durch die meistens miserablen Haltungsbedingungen sind in Deutschland 92% der konventionell gehaltenen Schweine von MRSA befallen. Diese Tierhaltung muss unbedingt geändert werden. Hier werden nicht nur hunderte Tonnen gängiger Antibiotika eingesetzt, sondern in unverantwortlicher Weise auch Reserveantibiotika verpulvert, die eigentlich für Menschen vorgehalten werden sollten. Da wundert man sich nicht, dass die dann in den Regalen der Apotheken fehlen. Aus den Ställen und den Klärwerken gelangen die Keime in unsere Flüsse und Badeseen. Das muss unbedingt aufhören. Die Hessische Landesregierung muss die Kommunen dabei unterstützen, die Klärwerke mit einer vierten Reinigungsstufe nachzurüsten. Die Mittel gehören in den Haushalt eingestellt, und die Pharmakonzerne müssen nach dem Verursacherprinzip an den Kosten beteiligt werden. Zu all diesen Punkten sagt der vorliegende Antrag schlicht und ergreifend nichts.
nur an Symptomen herumzudoktern, anstatt sich mal wirklich den Ursachen und den Gründen dafür zu widmen, das hat überhaupt keinen Zweck. Das springt viel zu kurz und schafft keine nachhaltigen Lösungen. Ein solches Placebo braucht es wirklich nicht. Danke schön.